Na. Ich kenne dich. Immer noch besser als gar kein Sex, das stimmt. So. Das Witzige, also, was heißt witzig? Was ist sozusagen witzig? Ich weiß es nicht. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Hier ist meine Geisterkatze! Die könnt ihr über die Drops erhalten. Ebenso wie das Pferd hier. Das soll Ryan heißen. Ja, da brauchen wir aber einen Namen für das andere Tier, was ja schon Ryan heißt. Das Pferd hier könnt ihr ebenfalls erhalten. Dann zwei Kronenkisten, die man ja hier eintauschen kann. Meine gute Freundin. Gut, und ein Outfit, was ich selber noch nicht gesehen habe. Kostüme. Wo ist es? Irgendwo müsste es eigentlich sein. Eigentlich. Nee. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Kostüm ist oder ob es einfach nur irgendwas anderes war. Ich weiß es nicht. Irgendwas anderes ist so. Es kann auch ein Monturstück gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall alle Dinger bekommen. Die Katze mein 2.0. Mal gucken. Mal gucken. Aber wir haben auf jeden Fall hier das Pferdchen jetzt. Ich finde es mega hübsch sogar. Ja, ich müsste es eigentlich haben, aber irgendwie habe ich es ja gerade nicht drin gesehen. Ne. Ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's nämlich auf meinem anderen Charakter drauf. Ich weiß so nicht, wo es ist. Erzählungen. War ich hier noch nicht drin? Kavitischer Helm. Testgegenstände. Achso, ne. Vielleicht bin ich von meinem Gaul runter, egal. So. Wir haben ja beim letzten Mal hier so ein bisschen was abgegrast. Wir sind schon ganz gut vorangekommen, würde ich sagen. Und nun sind wir. Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. In Himmelswacht. Himmelswacht heißt die wundervolle Ortschaft hier. Da stehen sie auch schon. Die Gentel und Hauptmann Tendil. Und zum Hauptmann wissen wir. Hallöchen. Servus. Willkommen in Himmelswacht. Eure Nachricht ist vor euch angekommen und sie erwarten euch oben im Herrenhaus. Also und eins muss ich tatsächlich noch erzählen. Frühstück ist jetzt übrigens im Pool. Endlich. Und der geilste Satz von ihm, ja, mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich drin bin im Wasser. Ich drehe mich um, drehe mich dann wieder zu ihm und sehe nur noch, wie er halt wirklich eine Arschbombe ins Wasser macht und kriegt erstmal im Wasser einen halben Herzinfarkt, weil es kalt ist. Und er meint so, ja, das geht, das geht. Und dann, nein, das geht doch nicht. Und schwimmt erstmal zur Treppe. Um schnell aus dem Wasser zu kommen. Es war der Hammer. Es war der Hammer, echt. Was ist mit ihm heute? Nur heute? Der ist immer so. Der ist immer so. Aber das wollte ich euch noch schnell erzählen, bevor ich es komplett vergesse. Okay, meine Nachricht. Ja, ich denke, ihr macht euch bestimmt Sorgen um den Boten. Was? Er ist sicher so? Angekommen. Niemals. Es ist toll, euch am Tor wiederzutreffen. Gerne. Genau wie beim letzten Mal. Für euren Pool. Kommt zu uns, Dufte. Entschuldigt bitte, was? Oh, das ist überhaupt kein Problem. Unser Nein. gemeinsamer kaschitischer Freund sagte, er würde euch gerne treffen. Das Fest, die Ehrenzeremonie der Sippenhochfürstin, das ist alles sehr aufregend. Ja. Ich sehe schon, komm, am Ende spielen wir heute nur noch ESO.
Das mit der Krawatte und dem Helm macht er aber nicht in jedem Stream. Also ist das berechtigt zu fragen, was heute mit ihm ist. Nicht in jedem Stream, aber er hat es, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr beim Osterdilemma war oder letztes Jahr. Da hat er es auf jeden Fall gemacht. Letztes Jahr Halloween hat er sich auch verkleidet. Da war er ein Infizierter einer Zombie-Apokalypse. Und bei zwei anderen Streams hat er auf jeden Fall auch den Helm drauf gehabt. Mit der Sonnenbrille kam er schon öfters. Ja, also. Ganz so abnormal ist es nicht. Ich glaube, er kam auch schon mal mit so einer gefakten Golduhr und Goldkettchen, kam er, glaube ich, auch schon mal rein und dachte, er wäre halt so ein richtiger Rapper. Unser gemeinsamer kajitischer Freund, Razumdar. Genau. Oben im Herrenhaus. Er freut sich darauf, all die Dinge zu besprechen, die ihr bei eurem Besuch in Himmelsbach tun werdet. All die Dinge. Oh. Das sollte ein großer Spaß werden. Ja, genießt eure Zeit in der Stadt. Während wir haben. Ach ja, dann werde ich mich zum Herrenhaus aufmachen und nach Ras suchen. Viel Glück, wenn ihr uns braucht. Die Seesoldaten stehen hinter euch. Ein Bus an die Wand gefahren und mit Schleudertraum in ESO gelandet. So ähnlich, so ähnlich. Nicht direkt, aber so ähnlich. Fresh McFuss. Mega nice. McFuss. Oh, Leute, ey. Es findet ein Fest statt? Bei den Sternen, ja. Das Widerstandsfest. Eine alljährliche Feier zu Ehren der Freiheit und im Gedenken an große Triumphe. Anlässlich der Rückeroberung Himmelswachts von den Schnöten durch den Trassischen Schachzug. Was ist eine Schnöte? Ihr wisst doch, dass Khajiit im Grunde wie Meer sind, aber eben auch wie Katzen. Ach, Daki. Jetzt stellt euch das Gleiche mit einer Kreuzung aus Schnecken und Kröten vor. Sie sind ein Yummy. Das Reich dieser Tiermeer herrschte einst über alle Meere des südlichen Tamriels. Ihr habt Sippenhoffürsten Estro erwähnt. Königin Ayren ist im Rahmen ihrer Reise in der Stadt eingetroffen. Gerüchteweise hat sie vor, während ihres Aufenthalts hier Estre eine große Ehre zuteil werden zu lassen. Estre ist schon Stiftvogt von Himmelswacht. Ich bin gespannt, was da noch kommen soll. Naja. Achso, stimmt, ich wollte das ja jetzt so machen. Ich will euch ja immer im Stream entscheiden lassen, was wir jetzt für Reittiere und für Pets mitnehmen wollen. Hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal angekündigt. So. Also, ihr habt tatsächlich die Wahl zwischen Schuppentier, Schwergewicht, Hirsche, Wölfe, Großkatzen oder Pferde. Na, dann ist da was anderes. Panda gibt's leider nicht. Und andere Bären habe ich noch nicht als Reittier. Ich kann mir, glaube ich, auch die Bären kann ich mir, glaube ich, auch noch nicht holen. Bis zum nächsten Mal. Stopp. Der Woge. Die Kronkisten. Irgendwo gab's hier doch einen Bär. Das sind alles Pets. Darf ich euch etwas bringen? Das sind auch Pets. Ich muss meinen Durst löschen. Pfeffenkatzen. Ja, ich weiß, aber ein Bär ist ja immerhin schon Panda-ähnlicher als eine Katze. Eine Katze ist ja noch weiter vom Panda entfernt als ein Bär. Oh, welches ich unbedingt eigentlich haben möchte, ist das hier. Ich finde, oh mein Gott, ich finde sie so süß. Ich finde sie einfach so mega cute. Aber. Jetzt kommt das große Aber.
Ich glaube, ich werde es sowieso nicht schaffen, so lange wie es das gibt, aber ich sage nur, aber, das sind einmal die Abers, aber, das Schlimmste ist, ich werde es mir einfach nicht holen können, weil ich diese Steine nicht kriege. Weil ich zu wenig Geld für Kundenkisten habe. Ich will sie auch haben. Ja, der grüne Bär ist auch richtig cool. Der grüne Bär ist richtig cool. Ich hätte sie gerne alle, aber ich habe das Geld da nicht für. Ich habe das Geld einfach nicht für. Und ich glaube, du kriegst diese... Ich weiß halt nicht, ob man die noch anders kriegt, diese Kronenedelsteine. Ich glaube aber nicht. Ich verkaufe schon fast alles, was ich kriege. Bestrebungen. Ich habe mir den blauen Wolf... Ja, die Bestrebungen. Ja, stimmt. Dadurch kann ich mir ja auch welche holen. Den Wolf und das Pferd kann ich mir auf jeden Fall holen. Wolf, Pferd, ja. Stimmt, das gibt's... Ich vergesse immer, dass es die Bestrebungen jetzt gibt. Das letzte Mal, da hatte ich, also jetzt vor den letzten drei Malen, davor habe ich eine ganz, ganz lange Zeit kein ESO mehr gespielt und da gab es keine Bestrebungen zu der Zeit. Das ist für mich komplett neu. Ich kenne das gar nicht mit Bestrebung. Aber ich weiß gar nicht, was musste man dafür machen dann? Wo sehe ich nochmal? Ja, halt die nochmal Bestrebung. Da. Ich hatte schon ein paar täglich und wöchentlich. Wendet 150 mal Waffengift an. Besiegt 7 umherziehende Anführer in den Bezirken der Kaiserstadt. Schließt 3 Prüfungen ab. Was sind Prüfungen? Zerstört 10 Skelette. Baut 8 Erzvorkommen ab. Ja, das kriege ich hin. Töte einen Spieler in Zero-Deal. Benutzt 4 ultimative Fähigkeiten. Das sind diese Dinger, die ich mit Erddruck, glaube ich, ne? Erfüllt einen Meisterschrieb für Verbrauchsgüter. Ja gut, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das kriege ich hin. Die Skelette sollten ja eigentlich auch kein Problem sein. Wenn ich ohne Skeletten begegne. Wöchentlich. Wöchentlich habe ich auch nicht gemacht, okay. Waffengift wäre dann das, was man einfach auf die Waffe anwendet, ne? Oder ist das eine extra Fähigkeit? Ne, Waffengift müsste doch das sein, was man dann auf die Waffe zieht. Damit man... Verbessert mich bitte, wenn ich nicht falsch liege. Weil das... Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich noch Gift? Nee. Doch. 4. 4 Giftdinger habe ich noch. Ah ja, und auf der... Da hätte ich auch noch, also 8. Nur gut, dass wir jemanden da haben, der sich mehr damit auskennt. Ja, da bin ich ganz dankbar für. Ich habe mein kleines Valentines Lexikon. Entschuldigung, Tag, ja, aber du hilfst halt wirklich. Das macht mich tatsächlich echt happy. Kann ich mir Gift auch irgendwo kaufen? Ich weiß, dass man sich herstellen kann, aber... Weil das wäre halt nur so eine Option, wodurch ich das halt auch noch recht easy hinkriege. Nein, danke. Ich kann nicht okay. Eins von diesem schwachen Gebräu vertragen. Dann bin ich mal gespannt. Kriegen wir alles hin. So, wir hatten uns jetzt auf Wolf oder Katze geeinigt, ne? Dann entscheidet, ob Wolf oder Katze. Beziehungsweise, hier sind ja auch noch Hunde und alles mit drin. Katzen habe ich halt leider nur 2. Das ist das größere Problem. Bei mir gibt es nur 5. Ja, ich ohne Witz, Dark, ich liebe alle meine Tiere, ne? Ich liebe alle meine Reittiere, die ich habe.
Gut, auf das Schuppenmonster und so weiter, das könnte ich jetzt verzichten. Das wäre jetzt nicht so, aber habe ich halt mit dazu bekommen. Manche Sachen. Aber es gibt so viele geile Tiere und ich will sie alle. Ich will sie alle haben. Vor allem, ich liebe ihn hier. Ich liebe diese Katze einfach. Die ist so, so cool. Die ist einfach. Oh. Geht nicht beides so ein Cat-Dog. Ich kann beides heute im Laufe des Tages spielen. Das. Also, reiten. Das wäre jetzt kein Problem. Ich habe hier den roten Wolf. Dann können wir auf Hybrid reiten. Wolf gesponsert von Hybrid. Oh, dafür bin ich dir übrigens immer noch dankbar, ne? Ich liebe diesen Wolf, ey. Er ist so unglaublich toll. Er ist so toll. Ich liebe ihn. Ja, komm, wir reiten erstmal auf den Wolf. Ich liebe ihn. Ich liebe den Wolf. Allein wegen dem Film. Den roten? Wegen welchem? Welchen Film meinst du? Bin ich gerade auf dem Schlauch? Ich kann auch den roten nehmen. Ah! Ja, gut. Kommt. Na gut, na, ich will. Na, kommt nicht ähnlich, aber. Aber, ja. Ja. Ja, da haben wir die Mischung. Aber. Huch. Ich muss aber einmal da runter. Ich habe gehört, was ihr an der Wacht getan habt, Reisende. Die arme Katze. Möge Auriel euch beschützen. Nein? Nein? Ich suche. Ich suche. Das ist da. Da. Da ist es. So. Ich will jetzt sowieso alles analysieren, von daher ist mir das. Zwei Hinder. Lehrend. Sehr schön. 10 Stunden 47. Achso, kann ich noch irgendwas verwerten? Huch. Kann ich. Dieses Wetter macht zu müde, das stimmt. Das stimmt. Müde macht es auf jeden Fall. Aber ich finde, heute geht's bei mir sogar mit der Müdigkeit. Kümmert euch um eure. Verwerten. Noch irgendwas, was ich verwerten kann? Nein, das andere kann ich alles analysieren. Also fast alles. Leder. Leder, passgenau. Undurchdringlich. Okay. War Leder, was ich trage, ne? Lederriemen, ja. Okay. Also wir machen eh erstmal alles, was Leder hat. Lederarmlingen. Oh, passgenau. Ah, okay. Da das passt genau. Dann kann ich die anderen mit passgenau eigentlich verwerten, ne? Ja. Gut, dass es mir direkt schon angezeigt wird. Ja, Mensch, haben wir doch da direkt schon wieder weniger im Dingens. So, wie lange braucht das jetzt? Knapp 5,5 Stunden. Um 17 Uhr. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wann die Server down gehen. War das heute oder war das morgen? Ich habe das zwar vorhin gelesen, oder eben gerade gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen. ja, Echtzeit.
nicht spiel, also nicht Zeit. Boah. Das andere geht, glaube ich, 10 Stunden, was ich da analysiert habe. Qualitätsgüter. Warte mal, das war... Alchemist? Alchemistentisch. Oh, in Alchemie bin ich ja gar nicht gut, ne? Versuche das Götti und dann Nirngeschlüffen zu analysieren. Erst danach. Rest danach. Mein Nirngeschlüffen dauert jetzt 21 Tage. 21 Tage ist heftig. Also ich glaube, das längste, was ich mit meinem anderen Char mal hatte, waren, glaube ich, 12 Tage. Waren es 12? Ich bin mir nicht sicher. Es war irgendwas mit 12. Also keine Stunden. Irgendwas. 21 Tage, holy. Das dauert schon lange. Ich muss halt erstmal wieder in ESO reinkommen. Es ist so lange her, dass ich es wirklich aktiv gespielt habe. Was eigentlich schade ist. Ich finde es tatsächlich richtig schade. Ich kam damals auch besser mit dem Spiel klar. Welche Glyphen brauche ich am besten für mich? Dann wüsste ich nämlich, welche ich mal entweder extrahieren oder verkaufen kann. Wo waren die denn nochmal? Hier. Weiß nämlich gar nicht. Ich habe ESO auch mal gespielt, aber kam nie so ran. Aber das habe ich über FF14 auch mal gesagt. Das ist halt das Ding, man muss sich halt, wenn man Interesse an dem Spiel hat, muss man sich halt wirklich so ein bisschen reinfuchsen. Also damals, ich war nicht gut in ESO, wirklich nie besonders gut. Habe mich halt auch nie mit den einzelnen Klassen großartig beschäftigt, war aber damals recht weit. Und es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Hatte ja auch bei YouTube und so weiter... Ich weiß gar nicht, das waren, glaube ich, 300 Videos vom Let's Play damals. Ich habe es aber tatsächlich erst gelöscht. Ich blöde Kuh. Ich habe auch meinen Char tatsächlich gelöscht. Deswegen, deswegen kann ich ja hier zum Beispiel auch schon Champion-Punkte haben. Ist nur halt noch von meinem alten Char. Dadurch hatte ich 50 erreicht und dann, ne, kannst du ja mit den Champion-Punkten, glaube ich. Warte, ach so, ich kann ja nicht. Diamant? Ja. Ich würde gerne was verkaufen. Das hier kann ich verkaufen. Schilde brauche ich an sich nicht mehr, ne? Ja, nur verkaufen. Das ist jetzt die Frage. Ich will eigentlich den Bogen nicht verkaufen. Wie ihr wünscht. Das brauchst du noch nicht. Trink die Glyphen. Such die Handwerker durch die Days zu leveln, falls du Addon spielst. Und das höchstens 5 Minuten für alle Handwerker. Okay. Ja. Ja, wäre jetzt halt einfach die Frage, ob ich die jetzt... Also ich setze sie zwar manchmal in meine Waffen ein, aber die meisten habe ich ja jetzt entweder bekommen oder wenn ich halt wirklich mal so aus Spaß da Dinger mache. Also könnte ich die jetzt halt rein theoretisch verkaufen. Geht mir halt einfach nur mal in den Inventarplatz, weil ich wieder alles mitnehme. Brauche ich das hier? Ah ne, das ist gebunden. Ach. Wir nehmen für AFK. Das mache ich sowieso nicht. Für gewöhnlich, entweder, wenn halt, ne, das da dran ist, warte ich, bis ich es analysieren kann. Egal, ob ich es dann, also,
Das, was ich brauche, ist sowieso immer Priorität. Aber grün oder blau verkaufe ich nie. Grundsätzlich nie. Das ist auch eine Angewohnheit von mir. Ich kann es sowieso nicht verkaufen. Das bleibt. Es bleibt. Und wenn, wie eben, halt, wird es halt, wie gesagt, verwertet. Also wie du auch schon sagst. Verkaufen tue ich Ausrüstung nie. Nicht in ESO. Wie gesagt, mir geht es jetzt eigentlich halt wirklich nur um die Glyphen. Ob ich die verkaufen kann. Oder extrahieren. Oder whatever. Wenn ja, dann gib ihm. Wenn noch, habe ich, glaube ich, ESO Plus. Noch kann ich mir ja erstmal das... Wobei, ESO Plus werde ich, glaube ich, auch weiter behalten. Weil ich finde es einfach praktisch, dass ich halt meine ganzen Gegenstände dann in einem extra Beutel habe. Der Katze, aber in ESO werde ich echt nicht warm. Und wir können es ja mal zusammenspielen, Hybrid. Vielleicht ist das einfacher. Ich habe tatsächlich ESO damals auch mit einer Person gespielt, aber zu der habe ich auch keinen Kontakt mehr. Und nein, es ist nicht die Person, die du auch kennst. Es ist eine andere. Bevor wieder die Frage kommt. Wir können es aber gerne mal zusammen spielen. Ich habe es dir schon angeboten. Platz für noch einen Charakter. Habe ich. Okay, kann ich verkaufen. Sehchen. Habt ihr noch? Die ist blau, da geht's schon wieder los. Aber alles andere. Sehr schön. Ja, 52 von 96. Das sieht doch schon besser aus. Okay. Sonst habe ich... Sonst habe ich nichts. Ja, das aber jetzt in der Nacht herunter. Ja. Sehr gut. Hab mir das Base Game gekauft. Das ist gut. Schauen wir da mal wegen der Erweiterung. Ich weiß gar nicht, was im Base Game. Doch, Morrowind ist drin im Base Game, oder? War es Morrowind? Ich hatte es ja vor ein paar Wochen mal vorgelesen, dass da. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie bin ich hierher gekommen und. Ja, weiß ich nicht, wie du hierher gekommen bist. Gab es hier nicht noch irgendwo. Nee. Kann man hier nicht auch irgendwo die Bögen und alles verwerten? Analysieren? Ja, das ist mein Internet schneller. Ja, gut. Ging das hier nicht? Oder bin ich gerade einfach nur blind? Schreiner. Doch, Schreiner. War noch Schreiner, oder? Das ist die Schmiede. Verzauberung. Schneider. Sind die Rüstungswahl. Verzauberung. Gepäckhändler, aber wahrscheinlich habe ich noch nicht so viel Geld, oder? Wir alle haben ist Morrowind drin. Aber wie auch die anderen. Die ja, gut. Nein, 11.000. Wie viel habe ich? Oh. Ich habe nichts gesagt. Was ist das? Wahrscheinlich da hinten, oder? Ungefähr in Leerwien ist es etwas einfacher, alles zu finden, finde ich. Ja, am einfachsten finde ich sogar. Wie heißt das nochmal? Wurkelwacht. Ist auf Wurkelwacht, ne? Ja. Also hier komme ich tatsächlich mittlerweile ganz gut klar. Hier so gar nicht. Aber passt. Ich habe das, was ich hauptsächlich machen wollte, also. Eine Schreiner kann ich auch später nochmal. Was ist eigentlich hier? Nun. Achso. Ja, gut, ne? Sieht gut aus.
Steuerhebe eines Centurios. Okay. Ja, gut. Warum nicht, ne? Überhaupt nicht unheimlich. Ja, ich guck mir öfters mal alles an. Oh, Fauci. Ich muss nur diese Runenflusskoppler verbinden. Nein, Konferenz der Katzen, hey, war da gerade. Habt ihr einen Moment? Eine Katzenkonferenz. Was benötigt ihr? Mein kleiner Konstruktfreund ist krank. Ich möchte ihn reparieren, aber Telengar hat es mir ausdrücklich verboten. Er meint, die Ersatzteile wären zu kostbar, um sie an ein Haustier zu verschwenden. Aber hat viele Beine, ist so niedlich. Ich könnte euch welche holen, wenn ihr wollt. Vielen Dank. Ich weiß zufällig, dass manche der Adligen aus der Stadt Dwemer-Teile als Zierde sammeln. Wenn ihr mir einen Ring, ein Zahnrad und eine Röhre besorgen könntet, dann wäre Beinchen im Handumdrehen wieder Beinchen? Oh. Ich mache mich an die Arbeit. Es sollte einfach sein, diese Kleinigkeiten zu stehlen und zurückzukommen, bevor es jemand merkt. Wie seid ihr in ein Dwemer-Konstrukt als Haustier gekommen? Ich habe Beinchen auf einer Gildenexpedition nach Morrowind gefunden. Das ist so süß. Er saß zusammengekauert in einer Ecke und zitterte. Ich habe ihn aus seinem Versteck herausgelockt. Ich musste ein paar seiner Zahnräder wieder in Form bringen und... Tja, seitdem sind wir unzertrennlich. Katze. Okay. Noch die Konferenz der Katzen. Ist das nicht cute? Nein! Teddy Belly Sanftpfote. Nicht Samt, sondern Sanftpfote. Wendelbeck. Bissames. Azura. Okay. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die Katzen planen was. Konferenz der Katzen. Wisst ihr Bescheid. No, Geisterkatze. Eigentlich müsste ich die Katze nach meinem verstorbenen ersten Haustier nennen. Eigentlich. Katze auf der Kiste ist bestimmt die Chefin. Er läuft, läuft bald wieder die Welt vom Katzenricky. Ja, Angriff der Killerkatzen. Sendschreiben von Orden des Auges. Weil ich habe halt immer Angst, dass ich irgendwas annehme, was für irgendein Addon ist. Aber ich glaube, das... Ist ja hier eher weniger der Fall, oder? Das glaube ich nur in den Hauptstädten, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Hui. Aber nur so lange nicht Chip und Chip kommen. Und Al Capone ist dann wirklich. Ja, bin da draußen da. Okay, und da ist ein Himmelsscherbe. Ja, stimmt, da oben. Na gut, erstmal zu draußen da.
Erstmal Hauptstory. Also Hauptgebiets. Wenn das Schleiererbe in Himmelswacht ist, werden wir es finden. Ich glaube euch, Estre. Aber die königliche Garde wird bei der Suche helfen. Das ist nicht verhandelbar. Wenn ihr mich entschuldigt, Euer Majestät, ich habe noch viel zu tun. Psst, hier drüben. Hi. Sucht ihr Rasumdar? Folgt diesem mir. Hört man auch überhaupt nicht in der Stimme. Wer seid ihr? Kommt einfach mit. Kennt man auch so gar nicht. Vielleicht erkennt ihr Rasumdar jetzt, ja? Ich hab Rasumdar auch schon vorher erkannt. Warum die Verkleidung? Himmelswacht ist eine gefährliche Stadt. Ganz besonders heute. Ihr wisst vom Fest und Estres Zeremonie, ja? Worum dreht sich die Zeremonie? Um ihre guten Beziehungen zu festigen, hat die Königin vor, Estere innerhalb des Talmor noch weiter zu befördern. Alles muss perfekt sein. Wo ist der Haken? Das Erbe. Ras hat gehört, dass der Schleier über Himmelswacht gefallen ist. Sie planen, das Königshaus anzugreifen. Und sie wollen ein Zeichen setzen. Wir brauchen jemanden, der ihre Zelle aufspürt und sie auslöscht. Und mit jemand meint Ras euch. Okay, natürlich. Es ist mir eine Freude, an eurer Seite zu arbeiten, meine Freundin. Fangt bei der Taverne zum Widerhaken, unten an den Docks an. Benutzt den Satz, der Wein hier wird aus Trauben aus Alikr gekeltert. Ras ist sicher, dass ganz kurz er euch weiterbringt. Stell dir noch vor, mach das. Wir wollen ja nicht, dass du verdurstest. Noch etwas? Nehmt den Ohrring, den Ras benutzt hat, um sich zu tarnen. Wir möchten ja nicht, dass jemand euch wiedererkennt. Nee. Ich erledige das Ras. Sehen wir hässlich aus. Ist die Kriegergilde, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Doch, Kriegergilde bräuchte ich, ne? Glaube ich. Aua. Darf ich euch helfen? Nee, ich brauche keine Hilfe, danke. Kenne ich euch nicht? Ich weiß gar nicht, welcher war das denn noch? Der da. Glaube ich, oder? Ist der Wein hier etwa aus Trauben aus Alakir gekeltert? Ah, eine Patriotin. Lasst mich euch mal anschauen. Ich bin hier, um mich der Sache anzuschließen. Ihr seht aus, als ob ihr zu uns passt. Bei den Sternen, ja? Ihr könntet genau aus dem richtigen Holz geschnitzt sein. Wir müssen euch aber erst auf die Probe stellen. Falls ihr heute in Himmelswacht auch nur einen Fuß vor die Tür gesetzt habt, ist euch sicher die königliche Garde aufgefallen, richtig? Ja. Sie sind im Weg. Beendet die Bedrohung, die sie für unsere Sache darstellen. Kehrt mit der Klinge zurück.
Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Okay. Wie kam ich nochmal an so ein Schwert? Geht weiter.